Ein Spiel, ihn zu knechten, sein Gehirn zu verzwirbeln, ihn auf ewig zu binden und mindestens 20 Folgen machen zu lassen. Thimbleweed Park mit Simon Kretschmer, dem einzigartigen Simon. Manche nennen ihn auch Simon. Er hat diverse Rätsel gelöst. Ganz viele hier in der Redaktion sind begeistert, denn sie haben das Spiel noch gar nicht. Und, und ich habe es schon fast gelöst. Und es hat nur 12 Stunden gedauert und wird noch weitere 8 Stunden dauern ungefähr. Also ich glaube, wir sind jetzt bei Teil 13, 14, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, vielleicht auch erst 12. Aber ich glaube doch 13 so in dem Bereich. Aber wir werden sicher noch bis 20. Ich sage jetzt mal, mit Folge 20 werden wir es endlich schaffen. Denn wir sind so nah, wir können das Ende schon mehr oder weniger riechen. Aber wir haben noch so viele offene Stellen, so viele Probleme, so viele ungelöste Rätsel, so viele angelöste Rätsel, dass ich jetzt ein bisschen überfordert bin mit all den Varianten und Möglichkeiten und den Ansatzpunkten auch, wo wir uns über die Rätsel Gedanken machen könnten. Eine Sache habe ich allerdings, die ist so ein bisschen meine Hoffnung, nachdem in der letzten Stunde ziemlich viel richtig lief und ich mittlerweile sogar den Anwalt, den ich brauche für die Testamentseröffnung, bekommen habe. Und was habe ich noch gelöst? Ich kann mit den Geistern und auch mit normalen fleischlichen Wesen ins Penthouse. Da habe ich auch das Buch der Toten schon benutzt. Ich brauche, also hingelegt, ich brauche allerdings noch irgendwas, was einem Toten gehört. Ich habe den Kopf des Navigators im Wald gut benutzt, was dazu geführt hat, dass ich das X aus Monkey Island gefunden habe, habe aber keine Schaufel. Aber Dolores hat so einen Hausmeister in ihrem Haus, der hat eine Schaufel. Und wiederum hofft er darauf, dass nach der Testamentseröffnung von ihrem Vater und Onkel, dass dann die Testamentseröffnung ist von ihrem Onkel, aber ihr Vater ist auch tot. Aber der ist im Hotel als Geist und kommt da nicht raus. Anderes Thema, ja. Auf jeden Fall hofft der Duck, dass seine Schaufel verbessert wird, er eine neue Schaufel kriegt. Ich krieg dann vielleicht die alte und kann das X ausgraben. Das sind 1000 Probleme, die ich gerade habe. Und nur überall, egal wo ich suche, egal wo ich gucke, egal wo ich hingehe, ich ende in der Sackgasse und merke, da brauchst du noch ein Item. Da musst du irgendwas noch lösen. Eine Sache, die ich am Ende der letzten Stunde herausbekommen habe, oder ich glaube zumindest, dass ich sie herausbekommen habe, ist, dass ich eine Thimbleweed-Torte backen muss. Die brauche ich aus irgendeinem Grund auch immer für die Testamentseröffnung, die, da ich den Anwalt ja jetzt organisiert habe, stattfinden kann, sobald ich all die nötigen Items habe. Was ich brauche, ist, wie gesagt, zum Beispiel dieser Kuchen. Außerdem muss das in der Gruft stattfinden, dass es nicht so schwer ist, am Friedhof. Ja, und da ist einer der Charaktere in dieser Stadt, hat einen Radioröhrenladen und hatte vorher einen Laden namens Ricky's Torten. Jetzt wäre das ja total bescheuert, wenn das nicht in irgendeinem Zusammenhang stehen würde, dass die Torten und die Torte eventuell beide in diesem Bereich gelöst werden, die Probleme. Jetzt bin ich mit ihm hier, mit Ransom reingegangen und habe mal versucht, ein bisschen was rauszukriegen. Ransom ist aber ein super unsympathisches Arschloch und kriegt deswegen keine Hilfe. Und ich konnte die Frage nicht mal stellen. Hast du Handschuhe für die Thimbleweed Bären, mit denen ich die Torte machen kann? Oh, noch ein weiteres Staubkorn. Immer schön mitnehmen. Ganz wichtig. Wie viel habe ich denn eigentlich mittlerweile? Sie hat ein paar, jeder Charakter hat ein paar, insgesamt brauche ich noch 11 weitere. Das ist für mich auch so ein bisschen ein Wasserstandsmelder, dass ich weiß, wie weit wir sind. Dass wir von mittlerweile ein paar 20 Staubkörnern und noch viel mehr waren es ganz am Anfang, runtergekommen sind auf 11, ist ja schon mal eine Errungenschaft. Hi, Dolores. Oh, let's go over to the counter where we can talk. So, jetzt muss ich mal gucken. Welcome to Ricky's Tubes. How can I help you? Vielleicht kann sie mir helfen. Alter, genau. Oh, zwei. Oh, oh Gott. Zwei relevante Sachen. Die PF001 brauche ich für die Kissenfabrik. Do you have a PF001 tube in stock? Oh, the PF001 is a top secret tube that only Chuck knew about. But I have never seen one in person. I don't have any in stock. But I think there was only one or two produced. But if I had the design for one, I could probably make it for you. Das ist mein neuer Tipp. Ab jetzt im Safe von Chuck finden wir wahrscheinlich den Bauplan und vielleicht sogar das Lotterielos, das wir wiederum brauchen für die Testamentsvollstreckung. Warum und wie, das erkläre ich ein andermal. Jetzt erstmal der Kuchen. Ricky, you make such great thimbleberry pie. Can I get one? I'm sorry, hon. I'm out of the pie making biz. Strictly tubes now. Oh no. I have a problem then.
In order to hear my uncle's will read, I need one of your famous thimbleberry pies. Well, in honor of your Uncle Chuck, I'd make an exception. But there just aren't any more thimbleberries left. Your uncle had them harvested to extinction. No more thimbleberries? It's sad, isn't it? The last thimbleberries were spotted out in the old forest. Not the forest. I always hated it in there. Yes, pretty spooky. No one goes there unless they have to. People have been lost in there for days. Days! And I heard some never make it out alive. It's true. I've heard those stories too. And then there's the old bear problem. So, first thing, you'll need some thimbleberry picking gloves. You know how those thorns can leave you breaking out in welts. I just happen to have an old pair I could loan you. Das ist ja geil. Okay. Thanks. Gib's her. Gib sie mir. Da sind die Handschuhe. Okay, die Handschuhe habe ich. Was mir eher gesagt wurde, dass eventuell wichtig werden könnte, ist die Bärenabwehr, die habe ich auch. Den Kopf von Sepp habe ich auch. Was ich nicht habe, ist eine Schaufel. Aber das Problem haben wir ja mittlerweile gelöst. Also im Kopf wissen wir schon ganz genau, wie das gelöst wird. Leider sind wir noch nicht zeitlich an der richtigen Stelle. Jetzt holen wir uns die Bären. Die Bären geben wir dann Ricky. Ricky macht eine Torte. Die Torte geben wir dem Testamentsvollstrecker. Aber dann fehlt ja immer noch der Wille, den ich nicht dekodieren kann, ohne das Los, dessen Zahlen ich benutzen kann, um diesen Code hier zu lesen. I'm sure I converted the binary properly. Now it's all in hex. Ja, also es war binär, das haben wir schon gelöst. Jetzt ist es im Hexadezimal-Code-System und das kennen wir nicht. Ich folge dem Kopf. Kopf sagt rechts, ich gehe rechts. Oben. Ah, okay, jetzt sind schon mal diese Thimbleberries. Alle weg. It's a cup of delicious, freshly picked thimbleberries. Können wir mal kurz gucken, der Kopf zeigt in diese Richtung. Wir können ja gerne einmal das komplette X mitnehmen. Vielleicht hat sie dann ja noch irgendwas Schlaues dazu zu sagen, sobald sie es mal gesehen hat. Da. If I had a shovel, this is where I'd dig. If I had a shovel, here lies a treasure from another game. That's it where I dig. Don't waste your time digging. There's nothing to be found. Ja, ja, genau. Das glaubt dir doch keine Sau. Das habt ihr doch nicht umsonst programmiert. Das hat so ein bisschen was von so einem Parkplatz-Treff. Der Wanderweg. Seien wir doch mal ehrlich. Wenn einem so viele Gestalten aus der Stadt entgegenkommen, hauptsächlich männlicher Natur, da weiß ich doch, was Sache ist. Grinder, Baby. Ihr habt euch doch alle abgesprochen. Jetzt gehen wir endlich zur Tortenlady und holen uns unseren Kuchen. Im Moment läuft das Rätsel technisch wie geschnürt. Wie geschmiert, nicht wie geschnürt. Hi, Dolores. Oh, let's go over to the counter where we can talk. Here are the thimbleberries you need to make a pie, and also your gloves. Won't be needing them now. Thank you. I'll go make it now. Won't be a jiffy. Das sind viele andere Geräusche, die nichts mit Kuchenbacken zu tun haben. Here's your thimbleberry pie, exactly how Chuck liked it. Thank you. Toll. Jetzt können wir also hoffentlich ein weiteres Fragezeichen abhaken unserer To-Do-Liste. Wir haben den Kuchen und wir werden ihn benutzen. Gib den Kuchen an den Anwalt.
Mr. Balawick, here's the freshly baked thimbleberry pie. One of Chuck's three stipulations is now fulfilled. We have a fresh thimbleberry pie. You still need to decode his will, and then we'll meet inside Chuck's opulent tomb. Why do we have to meet in his tomb? He was so proud of how his tomb turned out. He wanted you all to enjoy it. It also sets the proper mood for a reading of the will, don't you think? Okay. Here's the decrypted will. Let me see. Dolores, this is all Hex Gobbledygook. You haven't fully decoded it yet. Ja, das wusste ich, dass das so kommt. Okay, ganz kurz, was kann ich hier mit ihr? Ich brauche immer noch diese eine krasse Vakuumröhre. Das hier ist die falsche natürlich. It's an LFG-1982 in perfect condition. Da muss er denken, der kleine Simon, da weiß er nicht genau, wie das Rätsel geht. Da muss er denken, der dumme Simon, wie geht das Rätsel? Find es raus, du Arsch. Komm in die Kissenfabrik rein, finde heraus, was mit Dad passiert ist. Entschlüssel Chucks Testament, krieg Onkel Chucks Glückszahl heraus, daran wird es scheitern. Gelang in Chucks Gruft, sammere 11 Staubkörner. Ich habe das Gefühl, dass ich mit ihr jetzt so ein bisschen durch bin, zumindest bevor ich das letzte Rätsel nicht gelöst habe, kann ich mit ihr eigentlich nichts mehr machen, glaube ich. Das hier ist immer noch für die Fabrik. Okay. Was hast du denn an Items und an Möglichkeiten? Wir brauchen immer noch etwas von einer Leiche, genau oben für das Buch. Können wir nicht vielleicht Sepp da? Na gut, das ist ein Versuch wert. Das ist wirklich ein Versuch wert. Einmal kurz Sepp den Kopf abgeben an Agent Ray. Like I don't have enough to carry already. Gucken wir mal, wie das aussieht, wenn ich da jetzt hochgehe. Und da habe ich immer noch diesen komischen Schraubenzieher, von dem ich auch nicht genau weiß, was ich mit dem machen soll. Das ist kein Schraubenzieher, sondern ein Schraubenschlüssel. Was machen wir damit? Was kann man damit machen? Nee? Ja, irgendwie doof. Klar, ich kann ihn nicht benutzen, aber es wäre auch komisch gewesen, wenn ich ihn hier... Das ist ein wichtiges Item, wenn ich den hätte abgeben können. Ich muss immer noch die Uhr reparieren, dazu muss ich immer noch Musik im Radio ändern. It's an odd-looking plumber's wrench that says Wrenchtron 3000. Whatever. I'm not giving my father's special watch away. Ja, okay, müssen wir mal gucken. Mein Gehirn wird sich nun extra für euch besonders anstrengen. Und dann finden wir, glaube ich, auch bald wieder eine Lösung. Es ist natürlich, ich kann nicht immer garantieren, dass wir hier check weiterkommen. Aber ich spüre es richtig. Ich weiß, wir sind in der Nähe von irgendwas Relevantem. Irgendwas müssen wir machen. Der Geist und das Pentagramm und das Buch der Toten. Und ich habe keine Ahnung, was man hier alles machen kann. Aber da ist was in der Pipeline. Ich werde mir jetzt einen Tee machen. Ihr macht währenddessen kurz ein bisschen Werbung und dann treffen wir uns wieder hier pünktlich und gucken mal, wo der Geist das Ektoplasma hat. Bis gleich. Dass ihr noch da seid. Denn ich glaube, ich habe das Rätselslösung zumindest angelöst. Hier ist der Raum, in dem wir gerade Probleme haben. Es ist der sogenannte Pentagrammraum. So nenne ich ihn, so nennt das Hotel ihn, nehme ich an. Und warum überhaupt gibt es im Penthouse ein Pentagramm? Ja, okay, ergibt total Sinn, dass der Pentagrammraum im Penthouse ist. Das
Fällt mir auch gerade auf. Aber hier fehlt noch was. Ich brauche etwas Lebendes für das Buch der Toten. Oder etwas Totes für das Buch der Lebenden. Wir werden es gleich herausfinden. Denn ich habe mir gedacht, wir haben einen Ort noch gar nicht uns angeguckt. Also eigentlich haben wir mehrere Orte noch nicht angeguckt. Und zwar den Zirkus. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ich werde es hier kurz noch mal kurz zeigen, wo wir noch nicht waren. Hier ist immer noch das X. Hier ist immer noch viel zu lösen in dem Mansion natürlich. Hier ist die Fabrik, wo wir immer noch nicht richtig reinkommen. Hier ist der Radiosender und der Funkturm, wo wir ein Rätsel mit der Musik lösen müssen. Hier ist der alte Zirkus, wo wir am Anfang mit niemandem außer dem Clown reinkamen, weil der Clown uns nicht reingelassen hat. Allerdings ist jetzt der Clown raus und ist der Clown aus dem Haus, tanzen die Charaktere, weiß ich nicht, auf dem Zelt. Wir werden gleich da auch mal hingehen. Also wir werden die ganzen Orte mal abgrabbeln, weil im Hotel waren wir jetzt oft genug und eigentlich hier in der Stadt haben wir auch schon viel gelöst. Unter der Brücke und in der Kanalisation waren wir auch schon. Ja, ich habe das Gefühl, als ob wir jetzt noch mal ein paar Location durchscouten müssen. Was hier auf jeden Fall fehlt, Alter, das ist ja perfekt. Ich wollte gerade sagen, was hier fehlt, ist irgendwas, was ich benutzen kann für das Buch der Toten. Es soll ja etwas von einem Toten sein. Jetzt sehe ich hier Blumen. Mhm, mal gucken, ob ich die nehmen kann. Aha, okay. A flower from the cemetery. A flower from the cemetery. Das klingt doch schon mal super. Hier ist the die heavy Gruft. Wrought iron gate to Uncle Chuck's tomb is closed, but I see a switch inside. Oh, so kann ich die öffnen, indem ich mit dem Geist hier rauskomme. Nachdem wir das hier gemacht haben, komme ich mit dem Geist eventuell raus aus dem Hotel. Dann kann ich zur Gruft schweben und den Schalter von innen bewegen. Entweder das oder der Büroschlüssel geht. It doesn't work in that. Gut, dann muss es die Variante sein, die ich gerade skizziert habe. Und dann gehen wir jetzt mal wieder zum Hotel mit der Blume. Und vielleicht geht's dann ja. Da höre ich doch das Schnaufen eines Daniel Budimanns. Nee, es war Jay. Jay, du hörst dich an wie Budi, wenn du die Treppe hochschnaufst. Ist es, hast du angefangen zu rauchen oder wie kommt das? Na gut. Da wollte ich einmal glänzen mit meiner akustischen Brillanz und es hat nicht hingehauen. Wie kann man nur Jay mit Budi verwechseln? Ja, Budi geht viel asiatischer. Mehr Ninja-artiger. Der ist, mehr kriegt gar nicht mit, dass er da ist. Weil er nicht da ist. Jay, du kannst gerne die Tür zumachen, das wäre nett, danke. Kann ich auch gerne hinsetzen und mir helfen, aber du kannst auch die Tür zumachen. Ich komme weiter, klar, ich habe Rätsel en masse, nur keine Lösung. Vielen Dank. So, der geheime Eingang. Und die Blume. Also, ich könnte mir vorstellen, weil sie ist vom Friedhof, dass es eine gute Idee ist, die jetzt zu benutzen. Und ich werde sie auch ausprobieren. Aber ich habe doch so viele andere Sachen, die auch gut funktionieren würden, finde ich. Gut, jetzt nicht hier, sie jetzt nicht. Aber sagen wir doch mal ehrlich, der Kopf ist doch super. Oder auch die Uhr. Das finde ich auch super. Gehört alles einem Toten. Aber gut, dann soll es halt die Blumen sein, die ja eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, sind die noch am Leben. Naja, probieren wir mal. The book is glowing. Das Buch glüht. I don't know what words to say to cast the spell. Maybe only certain people can read the spell itself? Dann nehme ich an, muss es der Geist sein, oder? Mumbo Jumbo. Mumbonius Jumbonius. Let me visit my dead relatives. Hallo? Okay, das ist geil. Looks like Chuck got a tomb to fit his ego. Da hat er recht. Jetzt habe ich doch eigentlich, ha, guckt euch das an, fast alles schon geschafft. It's a heavy wrought iron gate to Brother Chuck's tomb. I see a switch inside. Du bist vor allen Dingen körperlos. Ah, geil. Oh, hier ist ein Pixel. Den darf ich aber leider nicht aufmachen. Jetzt könnte ich hier den Schalter bewegen, aber vorher brauche ich nochmal für diese unglaubliche Lösung des Rätsels ein Ka-Ching. Ich brauche es. Ohne Ka-Ching geht's nicht. Achtung! Ist immer ein Doppel-Ka-Ching. Muss man immer zweimal ankurbeln. Achtung! Okay. Ist ein bisschen zeitverzögert. Das liegt an der Technik. Ich muss mal das BIOS updaten. Okay, der Schalter.
It's a big electrical knife switch, straight out of Frankenstein. Regie. Das Delay. Na gut, das ist eine Erklärung. Das ist das Delay. Ich seppe nun den Schalter. Klar. Wundert mich jetzt nicht. Danke. So machen wir das jetzt immer. Where's my sarcophagus? Why does Brother Chuck get one and I don't? Maybe it's because no one found my body. You're a bully and a tyrant. Na, schön, schön den Bruder ein bisschen zappen. Oder auch mal ein bisschen anpusten. You never respected me, Chuck. I'm tired of you pushing me around. Ja, er ist schon ein Lappen. Im Tode wird er mutig. Dieser Pixel nervt mich. Ich muss den einfach essen. Ich will den jetzt haben. Ah, hole ich mir später. Jetzt bin ich natürlich schon weitergegangen. Ich komme ja später, kommen wir hier wieder zurück. Tür ist jetzt offen. Ja, viel ist eigentlich nicht, ne? Eigentlich viel ist nicht mehr zu machen, nur noch flüchten. Sie braucht... Oh Gott, was braucht sie denn nochmal? Ja, sie braucht immer noch... Ach, das Lotterielos. I'm sure I converted the binary properly. Now it's all in hex. It must be encoded. I need to find the key to decode it. Mit was ich das Testament eventuell benutzen kann. Chuck's lucky number. He used it to win the lottery a few years back. It doesn't work with that. Ja, das war klar. Ich dachte einfach, vielleicht hat er das irgendwie gut versteckt, gut kombiniert irgendwie, dass man es entschlüsseln kann mit dem Tagebuch? Nee. It doesn't work with that. Und die rote Linse natürlich auch nicht. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Was haben wir denn jetzt erreicht? Wir haben jetzt immerhin das Grab offen. Ein Problem weniger auf der Liste, aber so richtig was gelöst haben wir nicht, denn wir brauchen immer noch das blöde Lotterielos. Warum ist diese Testamentsvollstreckung so ein riesen Hack-Mack? Some weird power is keeping me close to the portal to the hotel. I can't get over there. Ja, das war's wohl. Mumbo, oh nein, jetzt habe ich wieder gemacht. Mumbonius, etc., etc. Okay. Das war jetzt unnötig. A weird portal to the hotel. Es ist übrigens, ich hoffe, es wirkt auf euch nicht so, als hätte ich keine Lust, sondern ich bin wirklich einfach so in mich versonnen und verzweifelt, weil ich die Rätsel natürlich gerne noch schneller lösen wollen würde. Aber manchmal hat man eben auch diese Blackouts und es ist ja auch selten so, dass man direkt wie bei einer Perlenschnur die eine, oder bei einer Perlenkette meine ich, so das eine Rätsel nach dem anderen hat und dann direkt die Lösung zum nächsten und wieder was. Das sind immer so kleine Schritte, aber wir kommen voran. Aber ich bin natürlich ein bisschen verzweifelt jetzt. Weil ich einfach nicht mehr weiß, ich habe alles schon 100-mal abgesucht. Und wann immer ich auf eine Lösung komme, seht ihr ja, dann bin ich nur einen winzigen Schritt weitergekommen und auch noch in eine andere Richtung, weil ich das gar nicht machen will jetzt gerade. Lotterie los. Okay, Lotterie los. Ab jetzt suchen wir das Lotterie los. Hier ist der Uhren- und Geigenladen. Oh, Lotterie los oder die Musik im Radio. Das sind zwei akute Probleme, würde ich sagen. I've read these same notes too many times already. Oh! Ah, nee, komm jetzt. Moment mal, jetzt mal ganz kurz. Jetzt muss ich mal wirklich was sagen. Diese Bezeichnung hier, die waren doch vorher nicht da. Oder? Man konnte die doch vorher nicht lesen. Bin ich jetzt völlig behämmert? Da war nichts.
All diese Dinge, die ich jetzt gerade lese, die Zeitungen, die waren vorher nicht da. Und hier, und das ist echt lustig, ich weiß, dass ihr mir das nicht glaubt, aber das hier habe ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, ich habe es ja vorhin gesagt, dass in dem Safe das der Lotterie losliegt. Und stattdessen muss ich einfach nur in der alten Zeitung wahrscheinlich nachlesen, sonst wäre die jetzt nicht hier. Aber bin ich bescheuert? Die waren doch vorher nicht da. Unfassbar. Ist die Kanalisation ihr neues Zuhause? Ja, das haben wir schon rausgefunden. Botulismus, Panik im S&D Diner. Gesundheitsbehörden verdächtigen Hot Dogs. Kryptozoologen und UFO-Enthusiasten stürmen die Stadt nach Tentakelsichtungen. Surrealistischer Filmemacher Hannibal Finch prüft Thimbleweed Park als Drehort für Film. Er hat dann doch Twin Peaks genommen. Horrorautor Merton Steele inspiriert zu neuer Geschichte nach Aufenthalt im Edmund Hotel. Merton Steele kenne ich jetzt gerade nicht, worauf das eine Parodie sein soll. Madame Morina, wie ich prophezeite, während Sheriff wegen verlorener Wrestling-Wette Hut essen muss. Ich lese jetzt alle durch. Randale im The Hitchin Post nach falschen Berichten über Geheimauftritt von Razor and the Scumheads. S&D Diner, Weltrekordversuch des größten Thimbleberry-Kuchens. Total ungenießbar. Mysteriöse Geigenmusik treibt Anwohner in Wahnsinn, behaupten einige Verschwörungstheoretiker. Das könnte interessant sein für mich. Mysteriöse Geigenmusik treibt Anwohner in Wahnsinn, behaupten einige Verschwörungstheoretiker. Also wir haben Geigenmusik, die von Willy kommt. Und wenn die so mysteriös ist, entweder hat er selbst gespielt, weil er ja in der Kanalisation sitzt, oder er hat eine Platte oder so, wie ich es schon die ganze Zeit vermute, dass er irgendeine Schallplatte hat mit Musik. So, jetzt aber. Das muss es eigentlich sein. Chuck Edmund gewinnt 1 Million im Quickie Pearl Lotto mit seiner besonderen Glückszahl 135. Okay, das ist natürlich ein bisschen plump jetzt. Mit seiner besonderen Glückszahl, in Klammern, die Sie vielleicht für ein Rätsel gebrauchen können. 135. Das ist ja absurd. Ich habe mir das echt nicht so vorgestellt. It doesn't work with that. Okay, dachte ich mir schon. Kann ich die nehmen? I can read it fine from here. Ja, und wie könnte ich denn jetzt die Zahl 135 aktivieren? I'm sure I converted the binary properly. Now it's all in hex. It must be encoded. I need to find the key to decode it. Maybe if I could remember Uncle Chuck's lucky number. Vielleicht he used it to win the lottery a few years back. Vielleicht kannst du dich auch dran erinnern, dass hier eben gerade die Glückszahl aktiviert wurde. 135. Warum kann ich die da nicht nehmen? Klick, 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 klick. Shit. Ich weiß, ich bin nah dran. Das muss es ja nicht sein. I can read it fine from here. Nutze Rede, gebe, schließ, öffne. Hello, Dolores. How's life in the big city? It's okay. Interested in a little interview for the award-winning Nickel? I'm sure our readers would be fascinated. I don't think so. The town is pretty mad at me for abandoning my uncle. It's a perfect way to get your side of the story out. Local girl makes good making... What is it you make again? Adventure games. Ah, games. You mean for kids? Ever played an adventure game before? They are going to be huge. Lots of shooting and killing, that sort of thing. You solve puzzles and navigate great interactive dialogues. You mean like the one we're having right now? Yeah, but mine are better written. I hope so. I'm a little confused over my feelings for Uncle Chuck. He was a complex man. Mind if we talk some more about Uncle Chuck? Ugh, I could write a whole book about his ego and arrogance. What else do you think about Uncle Chuck? He was a charmer that could manipulate a crowd. Can we talk some more about Uncle Chuck? Deep down, do you think he was a good person? I'm sure he thought he was.
That I know. I'm not sure why I stopped by. That's okay. I know times are tough for you. I think I need to go. Thanks for talking, Natalie. Bye, Dolores. Sorry to hear about your Uncle Chuck's passing. Bye, Natalie. Na gut, wir wissen sie also zumindest als Spieler, wissen wir sie 135. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie ich das entschlüsseln kann. Vielleicht muss ich nochmal zurück zum Haus und da irgendwie an meinem Rechner vielleicht. Na, wir werden es merken. Und zwar gleich, wenn wir es probieren. Und das wäre tatsächlich, dass dieser Schlüssel würde uns ganz viele andere Rätsel erschließen und öffnen. Und dann könnten wir, glaube ich, die Testamentsvollstreckung vollführen. Und was dann passiert, weiß ich nicht. Aber ganz sicher werden wir dann ein paar Sachen, ein paar neue Rätsel bekommen. Und vielleicht auch die eine oder andere Lösung. Okay, nee, ich will ja eigentlich hoch in mein Zimmer. Ich glaube ja nicht, dass man das einfach miteinander kombinieren kann, aber doch, scheinbar doch. Let's see. I decoded it from binary and got a bunch of hex numbers. Knowing Uncle Chuck, he would have encrypted the will using the unbreakable exclusive ore and using his lucky number as the key. Okay, here goes. Ist eine Zahl größer als 100. Oh Gott, ich habe die Zahl vergessen. 135? Oh Gott, Scheiße, war es so die 135 oder die 136? Was, Regie? Ihr sagt was? Ihr helft mir? 135. Ja, ihr braucht mir nicht helfen. 135, hätte ich auch selbst hingekriegt. Gibt's nur ein kleines Katsching. Katsching. Okay, sie muss. 135 war es, oder, Regie? 135. Also ungerade. 135. Sie endet wahrscheinlich auf 5. Sie beginnt wahrscheinlich mit einer ungeraden Ziffer. 1. The rest of the bits are irrelevant to cryptography. Aha. I'll just bitwise hand them away. I did it. Ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht hat, aber sie hat's gelöst. Ich weiß wirklich nicht, wie. Ich habe keine Ahnung, wie man aus Hexzahlen. Na gut, wird schon irgendwie kryptografisch funktionieren. Sie ist halt sehr smart. Und seit gerade eben hat sie die Blockchain und den Bitcoin erfunden, aber sie weiß es nicht. So. Gib. Jetzt bin ich ja sehr gespannt. Ein letztes Mal Katsching, denn das ist jetzt wirklich mal ein ganz großes Rätsel, was wir gelöst haben. Völlig ohne Hilfe. In der Regie sitzt nämlich gerade keiner. Vielen Dank. Ihr Simon Kretschmer. Okay, jetzt machen wir es. Here's the decoded will, Mr. Balowick. Let me see. You've done it, Dolores. All three of Chuck's stipulations are now fulfilled. I'll meet you all in the tomb. Teil 5! Da bin ich echt voll. Da bin ich jetzt stolz drauf. Das ist schön. Und die Schaufel unten rechts, die wird wohl noch wichtig. Now, all three of Chuck Edmonds' stipulations are fulfilled as we stand next to his remains. I will now read his will. I, Charles Edmund, being of sound mind and body, do hereby declare this, my last will and testament, blah, 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 legalese here. Ah, yes. It is my will that the entire estate of all property and money be passed to... Yes? Yes? Madam, quiet, please. To the Amalgamated Holdings Corporation. What? And that all of Thimbleweed County be plowed under and a giant server farm be built in its place. You gotta be kidding. What? Ooh, Doug Lake's farms. The destruction of Thimbleweed County will begin 2 days after verifying this will and testament. Oh, and this last part in tiny print. Dolores gets a Pillowtron 3000 t-shirt. This is as much as he'll ever get from Pillowtronics. Lenore gets nothing. Franklin gets nothing. Doug gets my ceremonial zinc-plated shovel. Yippee! Well, good day. I'd better pack now. Here's your zinc-plated shovel, Doug. And your t-shirt, Dolores. Enjoy. Well, I never. Come along, Peter and Chucky. We're leaving.
Something is very wrong here. I need to get into the factory and see if I can figure out what happened to Uncle Chuck. Ja, das haben wir gerade vor. Mir ist gerade noch eine Sache aufgefallen, aber das ist vielleicht auch nur, vielleicht ist auch Quatsch. Aber es gibt ja in Monkey Island, gibt es ja den Chuck, den Geisterpiraten. Und der kleine Junge hier hieß ja auch Chuck oder Chucky. Jetzt ist noch relevant, wenn man weiß, wie Monkey Island 2 endet. Das endet nämlich, Achtung Spoiler, aber gut, ist 15 Jahre her. Das endet nämlich als kompletter Mindfuck, bei dem man am Ende nach dem Kampf mit LeChuck und Guybrush Threepwood in einem Vergnügungspark landet und endet, bei dem sich rausstellt, dass scheinbar Chuck als auch Guybrush einfach nur zwei Kinder sind, die Piraten spielen. Und der sah so ein bisschen aus wie der Chuck. Also vielleicht ist es eine Hommage, dass die eben ähnlich aussehen, dass man sagt, vielleicht ist das der Junge, der später mit seinem Bruder spielt und die Rolle von LeChuck übernimmt. Ich glaube, dass man hier nichts mehr ohne irgendeinen Hintergedanken macht. Kann sein. Wollte ich nur mal schnell. It's much too heavy to open. And I don't think I'd want to anyway. So, muss man alles nochmal auch diskutieren, denn ich glaube, dass hier sehr viele Geheimnisse noch versteckt sind. Ich habe wahrscheinlich auch nur einen kleinen Bruchteil davon gelöst. So, hier ist das Pillowtronics-Shirt. It's a Pillowtronics-T-Shirt. The only thing I got from Uncle Chuck. There's a schematic of his secret PF-001 tube on the front, just like the one needed at the factory. Geil. Scheiß auf den Safe. Wichtig ist das jetzt, genau das. Damit kann ich zur Straße gehen und bei Rickys Kuchen, nehme ich mal an, dass sie mir eine bauen kann, mir so eine Röhre abholen. Hi, Dolores. Oh, let's go over to the counter where we can talk. Ricky, take a look at my t-shirt. Can you make the tube in the schematic? Interesting. Chuck's design is brilliant. Yes, I can make this tube. Won't be a jiffy. Die ist sehr hilfreich. Ricky ist eine sehr hilfreiche Person in dieser Stadt, die aber nur noch zwei Tage lang hier arbeiten darf, weil danach wird die Stadt scheinbar zugunsten einer Serverfarm. Here's the PF-001 tube. Exactly how Chuck designed it. Zerstört. Thank you. Okay. Geili. Geili. Dann können wir jetzt zur Fabrik, können da die Röhre eingeben und können dann die erste Tür öffnen. Das wäre auf jeden Fall noch richtig spannend, weil, wie gesagt, man sieht eigentlich nichts außer der Fabrik an sich von außen. Also könnte ich endlich mal hier anfangen mit diesen Rätseln. Fits perfectly. It's a Dortron 3000 and it seems to be functioning. Okay, jetzt muss ich mir aber echt noch mal das Handbuch durchlesen. Für Informationen zu den Zeitcodes und der Sicherheit telefonieren Sie mit 4739 4739 4739 4739 4739 4739 473 9. Thank you for calling the Pillowtronics Automated Security Information Line. Gib den for Code. Today, proper start time for station 1 is 12:25. Okay, danke. 12:25. Kann ich hier irgendwas einstellen? Oh nein, da fehlt immer noch was. Das ist doch nicht fair. Ich habe die perfekte Zeit. Ich habe alles gelöst. Von eurem Scheiß. Ah. Ah. Okay. Ich komme immer noch nicht rein. Das wird nie was. Mal gucken, kann ich das eventuell. It doesn't work in that. Nee. Ah. Das hier, ne? Was könnte da reinpassen? Was haben wir, was da reinpassen kann? Wir gucken mal. Gehen wir mal alle durch. Das Ding hier. It's an odd-looking plumber's wrench that says Wrenchtron 3000.
Okay. Ich hoffe nicht, dass es diese Uhr ist, die da reinpasst. Aber es würde inhaltlich passen. Denn die Uhr ist gehörte seinem Vater und der hat in dieser Pillowtronic-Fabrik gearbeitet. Aber ich meine, warum sollte man da eine Uhr? Gucken wir nochmal. Hier? Alter, da ist ja wirklich. Ja, das ist ja. Hier ist ja sogar rechts und oben so eine Aussparung, oder? Müssen wir mal gucken. Ja, rechts und oben. Okay, also jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass es die Uhr ist. Eben gerade war ich mir nicht so sicher, weil es irgendwie auch für mich technisch keinen wirklichen Sinn ergibt. Andererseits sollte man vielleicht das, die Logik des Spiels jetzt auch nicht überfragen. Und alle wollen in die Fabrik. Die Fabrik ist sehr wichtig. Okay, also ich brauche, um das Rätsel zu lösen, immer noch, und das macht mir auch ein bisschen Angst, auch immer noch die geänderte Musik im Radio. Ich habe aber nichts, was stattdessen gespielt werden kann. Er hier kann nur auf den Funkturm. So. Und dann den Hebel umlegen und dann habe ich kurz Zeit, um beim Radiosender was zu manipulieren, aber einfach keine Ahnung, wie ich das Rätsel lösen soll. I'm not going in there. They did a whole half hour hatchet job call-in special on my last performance. Okay, der will also nicht rein. Ist okay. Hier kann man eigentlich langsam jetzt auch, glaube ich, raus. Ich glaube, hier gibt's nichts mehr. The doors are closed. Ja, okay, wir überlegen weiter auf der Uhr rum. Wir denken auf der Uhr rum. Oh, ich dachte, man kann irgendwie. Ach, nee, kann man nicht. Was ist M eigentlich nochmal? Ach so, nee. M ist einfach nur ein Stockwerk höher, da wo die Thimblecorn stattfindet, zu der ich auch noch hin muss, weil mein Clown da eben ein bei einem Wettbewerb mitmachen muss. Dafür braucht er aber die letzte Witze-Seite. Es findet einfach nie ein Ende, leider, dieses Rätsel. Über die Witze-Seiten. Okay, hier kann er schon mal nicht rein. Der Clown. Der Clown und sein beschissener Zirkus. Hier gibt's eigentlich, wir gucken mal gerade, hier gibt's doch eigentlich nur noch das eine Rätsel mit dem Trampolin. Hier waren wir jetzt drin. Haben wir alles abgesucht. Hier gibt es nichts. Vielleicht nur mal gucken, ob man die Trophäen nehmen kann. Vielleicht was dahinter. I glued him to the table, so no one could steal him back when I thought they were real. It's my old trampoline. Brings back memories. I need to be higher to jump on it. Ich dachte am Anfang, dass er vielleicht von weiter oben springen muss. Ich persönlich glaube, er muss einfach bekifft sein. So interpretiere ich das jetzt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier irgendwo eine Tüte bauen muss und die rauchen muss, bevor man auf dem Trampolin hüpfen kann. Irgendwie wirkt das auf mich nicht wie ein logisches Rätsel. Was haben wir denn noch an Items? Haben wir denn jetzt? Die Uhr. Okay, wir kümmern uns jetzt um die Uhr. Unser Plan ist jetzt mehr oder weniger die Uhr. Jetzt müssen wir wirklich jetzt gerade nochmal alle durchseppen. Okay, ich komme also hier nicht weiter, bevor ich die Uhr nicht habe. Gut. Ist ja auch nicht schlimm. Wieso laufe ich überhaupt? Ich kann doch einfach. Aber wohin soll ich laufen? Der dumme Büroschlüssel, den kann ich immer noch nicht benutzen. Ich hatte eben echt einen Lauf und jetzt nicht mehr. Jedes zum Beispiel, was soll, kommt zum geheimen Treffen, elektrischer Zaun nicht berühren. Ich weiß nicht genau, was er damit meint. Open an account today and get a free toaster. Habe ich das nicht schon gemacht? Oder versucht, einen Account zu eröffnen bei der Bank? Ich glaube ja. It's a small wooden figure with mat carved into the base.
waren wir überall schon. Also es bleiben Rätsel beim Radiosender, beim Zirkus. Fabrik habe ich gerade gelöst. Wanderweg habe ich die... Oh, die Schaufel! Wo ist denn die Schaufel? Ja, Moment. Oh, das machen wir erstmal. Haha, die Schaufel, da. Wo ist die alte? Hi, Doug. What are you digging? All right, Dolores. I'm just digging stuff in the entryway. Mostly holes. But then I buries them again, all neat and tidy. Okay, Doug. You're doing a good job. Ta, Dolores. Ach, komm. Jetzt hilf mir doch mal bei der Schaufelsuche. Das ist doch offensichtlich, dass das... Hi, Doug. What are you digging? All right, Dolores. I'm just digging stuff in the entryway. Mostly holes. But then I buries them again, all neat and tidy. Okay, Doug. You're doing a good job. Ta, Dolores. Hab ich die... Nee, ich hab sie nicht digging. Bekommen. Ja, es ist schon komisch. Wo könnte er sie denn hingelegt haben? Hat er sie... Kurz nochmal schauen. Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um zum Friedhof zu kommen. Kurz hier mal durch und schauen, ob da die Schaufel liegt. Nö. Hätte sie eigentlich jetzt hier irgendwo hinstellen können oder so, aber er hat sie gar nicht. Gar nicht dahingestellt. Okay, im Sarg ist sie wohl auch nicht. Hm. Wo könnte die Schaufel sein? Kurz nochmal draußen gucken. Ein Holzstapel. It's very dry firewood. Once is enough. Ah, habe ich schon mal genommen. Okay, ja, das ist schon eine Weile her. Hier ist nirgendwo eine Schaufel. Nein, 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 nein. Geh doch wieder zurück. Ich will doch nur gucken. Ach, du bist ja ärgerlich. Hier, vielleicht hier irgendwo. Ich will nur sicher gehen. Nö. Ja, muss ich mal oben suchen, da wo er, also hier, jetzt gehe ich auch mal kurz rein, aber eigentlich muss ich weiter oben suchen, da hat er doch immer rumgeschaufelt. Vielleicht hat er die irgendwo da abgestellt, hier ist auch nichts. Chucky's been in our family for years. He's a good plant. Chucky has been sitting here forever. I don't want to. Hier heißt ja echt alles Chuck, ne? Also, der kleine Junge heißt Chuck, die Pflanze heißt Chuck. Die andere in dem Quickie-Markt heißt auch Chuck. Und der Oberbösewicht hier heißt auch Chuck. Okay. Looking for, I've been looking for Schaufel. I've been looking for long. I've been looking for Schaufel. Schaufel all day long. Hier gibt's einfach nichts. Ich habe auch gedacht, dass ich vielleicht in der Krypta sowas wie einen Finger von ihm finde oder so. It's turned off. Die Schaufel ist einfach nicht da. Hm. Das ist sehr ärgerlich, weil ich doch weiß, dass das die richtige Lösung ist. Ich weiß es einfach. Irgendwo liegt hier diese dämliche Schaufel rum. Also hier ist es schon mal nicht. Jetzt habe ich jetzt alles abgesucht. Die Küche vielleicht noch. In der Küche habe ich noch nicht gesucht. Diggin! Hör auf, mich zu verhöhnen mit deiner Schaufel. There's nothing inside. Lach nicht über die Schaufellosen.
Das ist sehr strange. Vielleicht ist das auch eine Verarsche mit dem, mit der Schaufel. Vielleicht ist das ist ein sprichwörtlicher Red Herring, das einfach so getan wird, als wäre die Schaufel und das X wichtig. Aber dabei haben sie einem ja gesagt, hier ist garantiert nichts bei dem X. Man will irgendwie trotzdem natürlich nicht dran glauben, dass er nichts sein könnte, aber es kann ja wirklich so sein. Ich gehe noch einmal hoch, weil er jetzt weg ist. I can't reach that. Da ist er. Schau. Schau, geht nicht. Just down the hall. Ja, okay. Ich lasse das Schaufenrätsel erstmal Schaufel sein. Irgendwann kommt der Moment, das weiß ich. Da wird es Katsching machen und die Schaufel wird auftauchen. Ah, wie lange haben wir noch? 5 Minuten. Also, Haus ist die Schaufel, wir kriegen sie nicht. Hier brauchen wir die Schaufel für das X, haben wir nichts mit. Hier ist die verlassene Fabrik, da brauchen wir die Uhr. Die Uhr kriegen wir nicht, weil wir wegen dem Funkturm und der alte Zirkus. Hotel waren wir auch schon, okay. Ich weiß irgendwie nicht so recht. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr viel machen, außer mit allen Charakteren alle Orte absuchen. Kann sie denn auch in die Hütte? I'm not touching that. I'm not touching that. Das dachte ich mir. It's an old moth-eaten trampoline. It's too heavy. No way am I jumping on this old trampoline. Kann denn irgendjemand anders auf dieses Trampolin springen? Und warum sollte man das machen? Ich meine, man weiß ja wirklich selten, okay, die kommen wahrscheinlich nicht rein, oder? Padlock is closed. It's closed. Das ist ja interessant. Kann der nicht? Warum ist denn jetzt abgeschlossen? The padlock is unlocked. It's already open. It pains me greatly, but the clown's right. I can't enter private property without a warrant. Okay, aber sie kann schon. Das muss doch irgendwie. Das muss doch irgendwas bedeuten. The padlock is. The sign says we need a warrant. The clown is right. Okay, der Clown wohnt hier. Die beiden können nicht hingehen. Sie ist komischerweise schon da und er ist ein Geist und hat keinerlei Möglichkeit, mehr zu machen, als im Hotel rumzugruseln. Hat er denn überhaupt noch irgendwas auf der Liste? Flüchte ins Jenseits. Sehr gut, das machen wir dann mal. Machen wir später. Ich weiß auch gar nicht, wie. It's an elevator. Kurz nochmal schauen, vielleicht kann ich hier. Oh, was ist das? Aha, wollen wir erstmal mit Xavier reden? Hey, new ghost, I told you not to bug me. Is there any way I can speak to my daughter again? Not a chance, new ghost. Only the crystal behind me will grant you the ability, and you'll never get it. Kann ich einfach nehmen? Can I please have the crystal, so I can speak to Dolores one last time? Not a chance, new ghost. The crystal behind me has untold powers, and no one will ever get it. Hypothetically, if I was to get the crystal, how would I use it? Well, you're not going to get it. But hypothetically, if you were to get it, and only hypothetically, because you will never get it. Yes, you know, only hypothetically. Okay, hypothetically, you would just take it into my secret room, and you'd be able to talk with the living. That's it. Okay. Sorry, you know, to bother you, Xavier. Bye, Xavier. Sorry for bothering you. Stay away from my crystal. Stay away from my crystal. The crystal is impervious to your pathetic attempt at chilling. Stay away from my crystal. Okay, das geht also nicht. Aber wenn die beiden jetzt gerade nicht notwendig sind für dieses Rätsel beim Zirkus, könntet ihr doch noch mal in das Penthouse gehen. Und nachschauen, ob man diesen Kristall nehmen kann. Denn der Geist kann natürlich nichts dagegen machen, wenn ich als Mensch
der dir, Geist, völlig übergeordnet ist. Du bist ein wie eine Ameise für mich, Geist. Ich kann Sachen nehmen. Achtung, Beweis. Sachen werden genommen von mir. In der Folge bin ich dir über. Vielleicht kann ich also einfach, mir ist der Xavier ja ziemlich egal. Ah, da habe ich mir schon gedacht, dass der blöde Kristall nicht nehmbar ist. Great view. I can see everything from here. Ja, man kann ja mal denken. Stay away from my crystal. Stay away from my crystal. The crystal is impervious to your... Stay away from my crystal. Hey, new ghost, I told you not to bug me. Okay, ich versuch's nochmal, nur damit ich weiß, ob vielleicht irgendwo noch eine Hilfe kommt. Can I please have the crystal, so I can speak to Dolores one last time? Not a chance, new ghost. The crystal behind me has untold powers, and no one will ever get it. Hm. Bye, Xavier. Sorry for bothering you. Schade, ich dachte, man kann damit irgendwas... That doesn't use electricity. Irgendwas mit ihr machen. Kann er eventuell... I can't reach that. It's an elevator. Ja, it's ja, an elevator. Geh doch da durch, genau. Kann man von unten aus dem Hotel mittlerweile raus, als er vielleicht? Also vorher konnte das nicht. Vielleicht kann das mittlerweile, weil ja schon viel sich geändert hat. Weil der Kristall scheint so eine Art Schnur oder irgendwas zu haben, was über den Balkon rübergeht. Und vielleicht kann ich das ja von außen dann machen. What? Ah. Why can't I leave? Ja. What? Why can't I leave? Okay, das geht nicht. It's Xavier keeping me here in this stupid hotel. Den Kristall muss ich also klären. It's an old moth-eaten trampoline. It's my old trampoline. I need to be higher to jump on it. It's too heavy. Dieses verdammte Trampolin. Ich weiß nicht genau, was ich mit ihm machen soll. Wenn ich jetzt irgendwo was hätte, was ich konsumieren kann, was dafür sorgt, dass er higher ist, würde ich es machen. Aber ich habe nichts. Und wir sind auch leider schon am Ende. Aber das ist ja an sich ganz geil, denn wir haben ja jetzt wirklich die Probleme, die wir haben, reduziert auf ein paar simple Rätsel, die wir eigentlich gelöst kriegen. Und zwar, was ist mit diesem Trampolin? Führt uns dieses Trampolin eventuell zur letzten Witze-Seite, die wir brauchen, um den Lookalike-Contest mitzumachen, bei dem man, keine Ahnung, was gewinnt. Was ist mit der Schaufel? Die Schaufel ist ein ganz großes Problem. Und dann noch die Uhr. Die Uhr, die wiederum dazu führt, dass man in der Radiostation die Musik ändern muss. Also es sind ein paar lose Fäden, die noch verschnürt werden müssen. Aber so genau weiß ich gerade nicht, welche und wie. Aber das werden wir in der nächsten Stunde rauskriegen. Ich werde mir nochmal jetzt einen Gedanken machen. Mindestens einen Gedanken werde ich mir machen dazu. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Stunde wieder, wenn ich genauso dumm rumrätsel wie jetzt. Viel Spaß!